So, guten Morgen. Ich möchte heute pünktlich anfangen, damit ich auch pünktlich aufhören kann und das Ganze, den ganzen Stoff behandeln kann. Was ich hier als erstes zeigen möchte, ist, wir sind jetzt in Woche 5, ein bisschen Rückblick, wo stehen wir. Die ersten Vorlesungen, also bis letzte Woche, haben sich beschäftigt mit dem ersten Teil hier, den ich zeige, das heißt in erster Linie mit Systembeschreibung, Modellierung im Zeitbereich, Modellierung im Frequenzbereich, dynamische Verhalten von typischen Systemen, erster Ordnung, zweiter Ordnung, typische Antworten, Sprungantwort, Impulsantwort, harmonische Schwingungantwort und so weiter. Und heute beginnen wir diesen mittleren Teil, der sich eigentlich mit dem Hauptziel dieser Vorlesung befasst, nämlich der Regelung. Das heißt, ich schließe jetzt den Regelkreis und wenn wir dann anschauen, die Konsequenzen, warum ich den Regelkreis schließe und welche typische Regler sind, weit verbreitete Regler, die man benutzt. Aber bevor wir mit dem anfangen, möchte ich noch auf ein besonderes Folie hinweisen, die bei der Umstrukturierung dieses Jahr leider verloren gegangen ist. Das heißt, verloren gegangen ist, sie wurde nicht früher in der Vorlesung aufgenommen. Und das ist eine Folie vom Kapitel 7, die ich Sie hier sehen. Also das ist Seite 3 oder so im Kapitel 7. Da ist nichts Neues auf der Folie, es sind nur Definitionen, die sich beziehen auf die Antwort eines Systems zweiter Ordnung, wie ich es Ihnen schon letzte Woche oder vor zwei Wochen gezeigt habe. Das heißt, wir haben hier ein zweites System zweiter Ordnung, wir haben eine Sprungantwort, es ist gedämpft. Und wir haben dann diesen Ausdruck, den wir nicht hergeleitet, aber den ich Ihnen hingeschrieben habe. Das ist die Sprungantwort eines Systems zweiter Ordnung. Und Sie sehen, das ist dieser eine Fall, wo wir zwei komplexe Wurzeln haben für die Dämpfung kleiner als 1, Dämpfung größer als 0. Das heißt, es ist stabil und kleiner als 1. Das heißt, Sie haben Schwingungen und Sie haben dann hier diese abklingende Amplitude und Sie haben dann diese Sinusschwingung Phasen verschoben und wir haben das da hier angeschaut und das ist auch zu bezeichnen als das war auch also dass da hier 1 über Tau war unsere natürliche Schwingung, Omega N, und diesen Term da hier, das heißt genau gesagt, diesen Term da hier, das heißt Quadratwurzel 1 minus Zeta Quadrat mal Omega N, hatten wir bezeichnet als Omega D, das ist so die Frequenz, aber nicht natürliche Frequenz, sondern die gedämpfte Frequenz von diesem gedämpften System. Und weiters hatten wir als Definition eingeführt Zeta über Tau. Und Zeta über Tau ist natürlich Zeta Omega N, haben wir bezeichnet als Sigma. Und wenn Sie sich erinnern können, noch einmal von der Pollage des gedämpften Systems, wenn man das so aufzeichnet, wenn man da einen dieser komplexen Pole hat, konjugiert komplex, aber einen, dann haben wir ausgerechnet, dass das hier unten, also der Realteil war Sigma, dass der Absolutwert Omega N und diese Größe hier, also die Ordinate Omega D. Das haben wir letztes Mal oder vorletztes Mal angeschaut. Und jetzt sind hier definiert, hier unten sind definiert verschiedene Größen
wie sie oft in der Praxis verwendet und bezeichnet werden und insbesondere, wenn man charakterisiert die Antwort eines Systems. Und diese Definitionen sind hier grafisch gegeben, werde sie gleich durchbesprechen, und dann sind sie hier ausgerechnet, wie groß diese Größen sind für das spezielle Beispiel eines gedämpften Systems zweiter Ordnung. Das heißt, diese Definitionen haben nichts zu tun mit einem System zweiter Ordnung, haben mit jeder sich einschwingenden Antwort sind die definiert, aber hier unten sind dann ausgerechnet für System zweiter Ordnung. Und wir sehen also hier, was sind die Größen, die man normalerweise anschaut für so eine Antwort. Sie wollen System von einem Zustand in den anderen bringen, dann schauen Sie an, zuerst einmal dieses TR, das ist Rise Time, also die Anstiegszeit, wie schnell das in die Nähe des Endwertes kommt. Meistens ist es 0,9 definiert, manche definieren es 0,95 und so weiter, das ist nicht so genau. Dann gibt es hier einen Peak Time, also die Zeit bis zur ersten Schwingung wird eigentlich selten verwendet. MP wird oft verwendet und MP ist dieses Überschwingen. Sie können da hier anschauen, zum Beispiel für dieses System, das MP kann maximal 1 sein, hier für eine Sprungantwort. Schließlich haben Sie die Ausregelzeit, Settling Time, das heißt, wenn die Antwort innerhalb einen Bereich von plus minus 1% eintritt und dort drinnen bleibt. Und wiederum, das könnte 1% sein, 2%, je nach der Literatur. Also das sind diese praktischen Werte und hier unten sind sie ausgerechnet. Und warum dieses Ungefähr-Zeichen hier verwendet ist, ist, dass das TR natürlich hier speziell definiert ist 0,9. Wenn Sie es anders definieren, dann kriegen Sie natürlich da hier eine andere Antwort. Aber für 0,9 ist das TR und Sie können das ausrechnen, indem Sie einfach da hier diese Antwort anschauen und anschauen, wenn diese Antwort zuerst erstmal 0,9 ist und dann können Sie ausrechnen, das ist dieser Wert, dieser Zeitwert. Ne? Das können Sie von dieser Funktion hier ausrechnen. Genauso können Sie TP ausrechnen, Peak Time, wiederum erste Ableitung, 0 setzen, bekommen Sie dann diese Zeit, da bekommen Sie viele Nullstellen und natürlich die kleinste Nullstelle ist dort, wo diese Peak Time ist. Und dann genauso für die Settling Time können Sie das ausrechnen. Und jetzt das Wichtige ist, was wir oft anschauen hier, ist die Rise Time. Das ist also abhängig von der natürlichen Frequenz, Omega N, oder auch, Sie erinnern sich, wie ich da hier gesagt habe, das ist 1 über Tau. Das zeigt wieder, diese Zeitkonstante skaliert die Zeitantwort. Das heißt, wenn ich jetzt schneller haben will, dann ist das direkt in Zusammenhang mit der Zeitkonstante direkt proportional oder der umgekehrten natürlichen Frequenz. Und das Zweite, was wir anschauen, ist diese Ausregelzeit. Wie schnell kommen wir in diese Band hinein? Und das hängt ab vom Sigma. Vom Sigma, das wäre, wie ich Ihnen hier gezeigt habe, der Realteil dieser Wurzel, der auch hier oben bei diesem Amplitudenfaktor auftritt, und der gibt Ihnen die Ausregelzeit an. Nur, also diese Folie hätte eigentlich vorher kommen müssen, sie kommt dann wieder im nächsten oder übernächsten Kapitel. Wie gesagt, das ist aus dem Kapitel 7 Regelentwurf. Gut, wir werden auf das jetzt wieder Bezug nehmen in ein paar Minuten. Vorher gehe ich jetzt zurück zu den letzten Folien, die ich letzte Vorlesung nicht endgültig behandeln konnte, und das ist die Systembeschreibung im Frequenzbereich. Und ganz am Ende haben wir etwas nicht behandelt. Also hier, das war das Letzte, was wir behandelt haben. Komplexe Pole und Nullstellen. Und ich hatte Ihnen da gesagt, dass diese Art von Frequenz und Resonanz und Antiresonanz
insbesondere diese starke Ausgeprägte, die auf komplexe Nullstellen der Übertragungsfunktion zurückzuführen sind. Also komplexe Pole bekommen wir diese Resonanzfrequenz, die wir gesehen haben für System zweiter Ordnung. Wenn wir komplexe Nullstellen haben, dann bekommen wir auch diese Antiresonanz. Und ich habe Ihnen erklärt, dass das typisch in mechanischen Systemen ist, in schwingenmechanischen Systemen. Und insbesondere, dass es also nicht nur ein Paar von Resonanz-Antiresonanzfrequenzen sind, sondern eine ganze Reihe von Resonanz-Antiresonanzfrequenzen gibt. Und das ist typisch für so ein schwingendes mechanisches System mit verschiedenen Eigenfrequenzen, denen sich das bewegen kann. Jetzt die nächste Folie hier. Wie gesagt, auf was wir kurz Bezug nehmen wollen, ist die Frequenzantwort oder der Bode-Diagramm oder Nyquist-Diagramm von nicht minimalphasigen Systemen und auch herausfinden oder erklären, woher der Ausdruck nicht minimalphasig überhaupt kommt. Und wir nehmen ein Beispiel von zwei einfachen Übertragungsfunktionen, also hier 10 mal s plus 1 über s plus 10. Jetzt warum das so gewählt ist, also Sie sehen hier als Skalierung, wenn wir s 0 setzen, also zum Beispiel für eine Sprungantwort, Endwert-Theorem, dann bekommen wir als DC Gain, bekommen wir 1. Das skaliert, dass der Gain 1 ist. Und dann schauen wir uns eine zweite Übertragungsfunktion an. Und Sie sehen in der zweiten Übertragungsfunktion, was jetzt anders ist. Diese Nullstelle hier ist in der linken Halbebene. Das heißt, Nullstelle hier in der, das heißt hier 0 in linken Halbebene. Und hier ist das 0 in rechter Halbebene. Und dann dieses Minus hier haben wir eingeführt, wiederum damit wir den gleichen DC-Gain haben, wiederum jetzt, dass Sie hier ein minus 1 haben, minus 10, 10, Sie kriegen wieder einen 1 als den DC-Gain. Also dass man die so gleich wie möglich hat, das heißt der einzige Unterschied zwischen den zwei Übertragungsfunktionen ist nicht der DC-Gain, aber ist diese Nullstelle, die einmal in der linken Halbebene ist und einmal in der rechten. Alles andere in der Übertragungsfunktion ist gleich. Und wir wollen jetzt anschauen, was ist der Unterschied in der Frequenzantwort dieser zwei Übertragungsfunktionen. Und wenn Sie jetzt G1 und G2 und wenn Sie jetzt die Amplitudenverhältnis ausrechnen für G1 und G2, dann natürlich, da Sie hier das I Omega zum Quadrat nehmen, wenn Sie da hier die Absolutwert nehmen, dann ist das Vorzeichen egal. Das heißt, diese Amplitude Ratio ist die gleiche für G1 und G2. Das heißt, die Länge, der Absolutwert ist das gleiche. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt die Phase nehmen, dann wirkt sich die Phase, also Arcus Tangens von Imaginärteil über Realteil, vom Zähler und vom Nenner. Im Zähler natürlich ist jetzt der Realteil ein anderes Vorzeichen. Wenn Sie jetzt die Phase ausrechnen, nämlich es wäre minus Omega oder minus Tangens Hyperbolicus auf Omega. Also das wäre jetzt für G1 und G2. Und Sie sehen jetzt der Unterschied zwischen den zwei Phasen hier ist im ersten Teil hier, ist zwischen Tangens Hyperbolicus und minus Tangens Hyperbolicus. Das heißt, die Phase, also wenn Sie jetzt da hier Sie zählen oder Sie zählen ab, dieses Minuszeichen, das heißt, Sie haben 180 oder Pi Phasendifferenz, wenn Sie nur diesen Term anschauen, zwischen G1 und G2. Und das heißt also, wir haben hier G1 und G2, wir haben ein System, das hat die gleiche
Amplitude, genau die gleiche Amplitude, aber hat eine Phase, die im zweiten Fall, wo wir eine Nullstelle in der rechten Halbebene haben, viel größer ist als im ersten Fall. Das heißt, diese zweite Übertragungsfunktion ist nicht minimalphasig. Es gibt eine andere Übertragungsfunktion mit dem gleichen Amplitudenverhältnis, aber einer kleineren Phase, Phasenverzögerung. Okay? Und deswegen der Term nicht minimalphasig. Wir können uns jetzt diese Amplitudenverhältnis und Phase am nächsten Slide anschauen, am nächsten Folie anschauen. Und wir haben jetzt hier, das sind wieder die zwei Übertragungsfunktionen, die ich auf der letzten Folie definiert habe. Und hier haben wir ausgezogen G1 und strichliert G2. Und wie ich gesagt habe, natürlich für G1 und G2, beide ist das Amplitudenverhältnis gleich, aber die Phase ist verschieden. Und Sie sehen hier, auf das ich hingewiesen habe, jetzt, wenn Sie asymptotisch anschauen, was sind die Phasen dieser zwei Systeme, G1 und G2, dann ist im zweiten Fall die Phase um Pi um 180 Grad, die Phasenverzögerung größer als im ersten Fall. Das heißt, ich habe mehr Phasenverzögerung, dieses zweite System ist nicht minimalphasig. Es gibt ein anderes System mit gleicher Amplitude und weniger Phasenverzögerung. Deswegen diese Terminologie nicht minimalphasig. Phasenverzögerung im Allgemeinen ist schlecht, ungünstig, macht das System langsamer und so weiter. Daher sind diese Systeme, und wir werden das dann später genauer argumentieren, wenn wir zur Regelung kommen, daher sind diese Systeme, die nicht minimalphasigen Systeme, sind schwerer zu regeln, haben ein schlechteres Verhalten, dynamisches Verhalten und ein schlechteres dynamisches Verhalten, das aber durch die Regelung nicht wegkompensiert werden kann. Das ist inhärent im System. Sie können nur das System anders entwerfen, das System anders auslegen, die Systemparameter, aber vom Regler selbst kann man diese Nullstelle in der rechten Halbebene nicht wegzaubern. Genauso wie es ist im anderen Beispiel, nämlich einer Totzeit, wo Sie mehr offensichtlich sehen, dass wir das durch den Regler nicht beeinflussen können. Wenn wir eine Zeitverzögerung haben, dann ist die im System drinnen und der Regler kann das nicht wegkompensieren. Er kann da versuchen, das so gut wie möglich das zu berücksichtigen, aber nicht eliminieren. Und hier ist dann einfach sehr einfach der Phasenplot für eine reine Totzeit. Eine reine Totzeit, natürlich, wenn Sie da hier einen Absolutwert nehmen, ist der Absolutwert immer 1. Das heißt, das Einzige, was variiert, ist die Phase. Das heißt, im Nyquist-Diagramm haben Sie einfach einen Kreis natürlich, abhängig von dem I Omega, wenn Sie da hier herumgehen. Und die Phase hat dann dieses Diagramm, also Amplitude wäre immer 1. Und die Phase ist auch nicht minimalphasig. Das heißt, die Phase hier ist größer, als wenn Sie nur einfach eine Übertragungsfunktion mit 1 haben. Also das noch abschließend zur Betrachtung von Bode-Diagrammen, Nyquist-Diagrammen von nicht minimalphasigen Systemen. Gibt es dazu noch Fragen? Gut, wenn nicht, dann ich fange dann mit dem Kapitel der heutigen Vorlesung an. Wie gesagt, wir haben abgeschlossen, Modellierung, Beschreibung, Zeitbereich, Laplace-Bereich und so weiter. Und wir gehen jetzt zum Hauptinhalt der Vorlesung, nämlich der Regelung. Und wir fangen jetzt an hier mit der Diskussion, die ähnlich ist als das Beispiel, das ich Ihnen in meiner ersten Vorlesung gezeigt habe, das Beispiel des Tempomats oder der Cruise Control, wo wir angeschaut haben, was ist das Wichtige, ob ich jetzt da Steuerung mache oder Regelung mache, und Regelung war besser, unempfindlicher gegen Störungen, unempfindlicher gegen Modellungenauigkeiten und so weiter. Und das behandeln wir jetzt noch einmal in etwas allgemeinerer Form. Wir benutzen ein Beispiel, mehr oder weniger willkürlich,
Und das ist das Beispiel, das zu tun hat mit dem Gleichstrommotor. Und wir hatten diese, ich werde jetzt nicht wieder diese Ableitungen anschauen, aber wir hatten den Motor und wir hatten zwei Gleichungen abgeleitet zur Beschreibung. Das erste war die mechanische Gleichung, also vom Drahtsatz her, und das zweite war die elektrische Gleichung vom Kirchhoffschen Gesetz her. Und nur um zu erinnern, was die Terminologie war, VA war die Stellgröße von außen, das heißt, war die angelegte Spannung, dann IA die Stromstärke, dann Theta war der Winkel, Theta Punkt die Winkelgeschwindigkeit, und die Winkelgeschwindigkeit ist das, was ich regeln will, also die Geschwindigkeit des Motors, und TL war dann ein Drehmoment, eine Belastung des Motors, das war das TL, und hier die Belastung oder die sich ändernde Belastung ist dann diese Störgröße. Und dann ganz einfach haben wir das hier nur die Symbole umgeändert. Y ist also meine Regelgröße, das ist Theta M Punkt da oben eingesetzt. Dann bekomme ich genau diese Gleichungen entsprechend dem oberen zwei. Ich kann dann Laplace-Transformation machen, diese zwei Gleichungen. Das ist hier unten von der ersten Gleichung, von der zweiten Gleichung. Nichts irgendwie Spezielles, und ich kann das dann kombinieren in 1, das heißt, ich kann für IA hier oben, oder ich kann IA aus den zwei Gleichungen, also die Stromstärke aus den zwei Gleichungen eliminieren, bekomme dann eine Gleichung und kann das dann umschreiben in diese Form, wo ich praktisch die Übertragungsfunktion sehe. Ich habe also hier Y wiederum die Laplace-Transformierte meiner Winkelgeschwindigkeit oder meiner Drehzahl VA die angelegte Spannung, groß jetzt im Laplace-Bereich, W das Stördrehmoment, ich sehe jetzt also, wenn ich es in der üblichen Form schreiben würde, dann würde ich diesen Ausdruck hier nach links nehmen. Ne? Das ist jetzt mein Nenner in der Übertragungsfunktion. Ne? Wenn ich das Ys ist gleich, das hier wäre der Zähler, das ist eine Konstante von Systemparameters, und das wäre der Nenner der Übertragungsfunktion, und ich sehe, wie ich auch vorher schon bei der Modellierung festgestellt habe, ich habe ein System zweiter Ordnung, Sigma Quadrat S Quadrat S 1 hier, System zweiter Ordnung mit Y der Geschwindigkeit als Ausgang, angelegten Spannung als Eingang. Und hier habe ich eigentlich noch einen Term, der ist ein bisschen komplizierter, der hat auch ein S drinnen, das heißt, das da hier ist auch, hat noch eine Nullstelle, also der Einfluss des Störmomentes hat auch in einer Nullstelle eine Übertragungsfunktion, die gegeben ist hier. Oder allgemein, hier habe ich implizit angenommen, also dass ich diese Größe hier da faktorisiere. Also ich kann das noch, also ich nehme da hier. Ich habe also hier faktorisiert und ich habe implizit angenommen, dass die zwei Wurzeln dieses Systems 1 über Tau 1 oder minus 1 über Tau 1 und minus 1 über Tau 2, dass die real sind, sonst wäre das Tau 1 und Tau 2 komplex. Und Sie können das anschauen, also wenn ich das ausrechne, was Tau 1 und Tau 2 ist, dann können Sie sehen, in der Tat, das ist normalerweise real. Das heißt, diese Diskriminante, die ich hier habe, die Diskriminante ist normalerweise positiv. Und dann A und B habe ich zwei andere Größen, die definiert sind. Das ist das A als eine Konstante und B ist eine Funktion von S. Hier sehen Sie, also B ist nicht konstant, sondern hat diese Nullstelle. Das wäre also diese Übertragungsfunktion, also genau gesagt, diese Übertragungsfunktion wäre, wenn wir es ausschreiben, weil ich dann später das verwende, Ys, und dann hätte ich da hier 1 über diese zwei Wurzeln mal A, VA,
plus B W. Okay. Das wäre jetzt diese Übertragungsfunktion zweiter Ordnung und hier unten habe ich es dann allgemein hingeschrieben. Okay. Und wir benutzen jetzt das als Beispiel. Das ist jetzt das praktische Beispiel und wir schauen jetzt an, zum Beispiel zuerst einmal das Diagramm hier. Das Diagramm, wo ich also hier die das aufgezeichnet habe mit VA, die angelegte Spannung, Y der Ausgang, Faktor A hier und dann da hier habe ich den Faktor B über den gleichen Nenner und das A kürzt sich aus, das ist die Beschreibung. Das wäre also die Steuerung oder Open Loop Control, Speed Control und das wäre die Regelung, wo ich die Drehzahl oder die Winkelgeschwindigkeit messe, mit einem Sollwert vergleiche und der Regler dann den Fehler hier, den Fehler zwischen Referenz und gemessenem Winkelgeschwindigkeit, diesen Fehler berücksichtigt in der Berechnung der angelegten Spannung VA. Also beim Rechner habe ich hier einen Geschwindigkeitsmesser drinnen. Das ist also das Setup und ich möchte mir jetzt anschauen, zuerst einmal, was die Regelung dieser Controller hier macht und dann spezifische Wahl für diesen Controller berücksichtigen. Und zuerst schaue ich mir einfach das stationäre Verhalten an. Stationäre Verhalten, ich verwende da den Endwertsatz. Das heißt, ich nehme an, ich habe eine Sprungantwort. Ich setze 1 über S hinein, multipliziere mit S. Also da hier berücksichtige ich V A ist gleich 1 über S. Und dann schaue ich mir den Endwertsatz an, das heißt Grenzwert t gegen unendlich von der Antwort. Halte multipliziert mit s, setze s gleich 0. Gut, ich schaue mir zwei Sachen an. Einerseits die Steuerung und andererseits die Regelung. Und im ersten Fall ohne Störung. Also ich habe keine Störung, keine Unsicherheit, W ist gleich 0. Und ich schaue mir das jetzt im stationären Fall an. Im stationären Fall natürlich diese Terme mit S, wenn ich jetzt S gegen 0 gehen lasse, das geht weg. Das heißt, ich habe als Verstärkung einfach den Faktor A. Das heißt, ich habe Y im Steady State, das heißt Y Steady State, SS Steady State, ist gleich A mal VA. Jetzt im Zeitbereich hier so geschrieben mit kleinen Buchstaben. Und ich sehe jetzt natürlich als Ziel, was will ich als Ziel? Als Ziel will ich haben, Y Steady State ist meinem Referenzwert. Ich will, dass diese Geschwindigkeit meinem Referenzwert entspricht. Und daher werde ich als VA, als angelegte Spannung, und ich sehe das sofort von dieser Beschreibung hier, für VA werde ich daher 1 über A mal R wählen, weil ich dann als Referenzwert, als Ausgang den Referenzwert bekomme. Und jetzt nehmen wir die zweite Situation an, dass ich eine Regelung habe, Regelung hier, und ich berücksichtige einen Proportionalregler. Und wir können jetzt zurückschauen auf dieses Diagramm hier. Okay. Und Sie sehen also jetzt, wenn ich da hier zum Beispiel für einen Regler mir ein K nehme und hier bezeichnen wir das im Moment als G, dann als Übertragungsfunktion, um Sie nur zu erinnern, für den Sollwert bekomme ich Y ist gleich KG über 1 plus KG mal R. Angenommen, das W ist nicht da, okay? Also nur für den Sollwert.
Und dieses, die Übertragungsfunktion, diese genau Kg über 1 plus Kg, das schauen wir jetzt uns an, was das im stationären Fall ergibt. Das hier ist genau, was ich jetzt also vorher hingezeichnet habe, das hier, dieser Teil hier, okay, ist genau, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, Kg über 1 plus Kg. Okay? Mal R und dann haben wir den anderen Eingang, ist dann B mal B. Ne? Ich schaue mir jetzt das Verhalten an, wie gesagt, für T gegen unendlich und W gleich 0. Wenn ich jetzt S gleich 0 setze, hier, dann bekomme ich mit W gleich 0, ne, W gleich 0, bekomme ich dann einfach AK 1 plus AK. Das ist jetzt meine Steady State, mein stationäre Fall, mein stationäre Antwort auf eine Sprungantwort ist AK über 1 plus AK. Und ich sehe daher, das ist nicht genau, wie ich es auch früher schon bei der Tempomat festgestellt habe, nicht genau R wie hier, sondern es ist ungefähr R, ungefähr abhängig, wie groß AK ist. Wenn also AK groß ist, ist das etwa 1. Und AK ist einerseits, wenn Sie sich erinnern, einerseits die Verstärkung in dieser Übertragungsfunktion des Motors und K ist der Reglerparameter, der Feedback-Parameter im Regler drinnen. Das heißt also, wenn ich diesen Feedback sehr stark einstelle, K groß, dann bekomme ich als Ausgang in etwa den Sollwert, ziemlich genau, für großes K. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Fall an. Also einerseits hier habe ich, man kann sagen, fast sagen, eine bessere Verhalten mit der Steuerung. Hier ein nicht ganz genaues Verhalten mit der Regelung. Aber Sie sehen, mit der Steuerung habe ich natürlich genau benutzt, dass ich als Verstärkung hier oder dieses 1 über A hier eingesetzt habe, was ich im Prinzip nicht genau kenne, weil A ist diese Motorverstärkung und die kenne ich nicht genau und sie kann auch variieren von Temperatur und anderen Faktoren. Also da hier, das gibt mir den Eindruck, dass es exakt ist, aber es ist in Wirklichkeit nicht. Hier ist es nicht so exakt, aber es ist eigentlich unabhängig von der Größe von A, solange K groß genug ist, kriege ich hier dieses Verhalten. Wir sehen also sofort, ich habe da hier weniger Sensitivität als im Fall der Steuerung. Und ich schaue mir jetzt die gleichen Größen wie vorher an für die Steuerung. Das heißt, für den Fall, dass die Störung ungleich 0 ist. Ich habe also hier jetzt den Ausdruck AKR plus BW von vorher. Und natürlich kriege ich jetzt durchs Einsetzen dieser Konstanten wie vorher, bekomme ich jetzt einen Fehler BW. Das heißt, irgendeine Störung, die angreift, diese Drehmomentstörung, drückt sich vollkommen aus in einem Fehler. Das heißt, eine Abweichung vom Endwert, vom Referenzwert ist also nicht beeinflusst durch die Steuerung. Und jetzt den zweiten Fall mit der Regelung. Mit der Regelung habe ich wieder den ersten Teil wie vorher und jetzt kriege ich auch diesen zweiten Teil hier in der Übertragungsfunktion. Und der zweite Teil, wenn wir zurückgehen, kommt natürlich von dem Teil hier, BW mal 1 über 1 plus AK. Und ich kann es mir da hier auch zeichnen, BW, das ist dieser Störungseinfluss. Und dann geht das S weg und dann kriege ich das BW über 1 plus AK auf der nächsten Seite. Hier BW, B über W über 1 plus AK. Ich sehe jetzt, dass natürlich dieser Einfluss der Störung reduziert wird bei einem Faktor 1 plus AK relativ zu dem, was ich vorher hatte. Vorher hatte ich BW, hier hatte ich 1 plus AK im Nenner. Das heißt, als Schlussfolgerung hier, die Regelung reduziert die Auswirkung von Störungen um einen Faktor 1 plus
AK. Und das ist, Sie werden immer wieder sehen, diesen Faktor 1 plus AK jetzt von der nächsten Ableitung, und das heißt auch bezeichnet dieses 1 plus AK oder im dynamischen Vorlauf ist bezeichnet als die, ich weiß nicht, wie es in Deutsch ist, aber das 1 plus AK heißt auch Return Difference. Und warum heißt das Return Difference? Die Idee ist, dass ich hier K habe und dann da hier, sagen wir, G. Das G wäre dann Faktor A. Und ich schaue mir so einen Regelkreis an. Den ich hier aufgemacht habe. Und ich schicke jetzt ein Signal, sagen wir, ein Signal U hier hinein. Und das kommt heraus hier als ein Signal minus KG U. Und jetzt schaue ich mir an, die Return Difference, ich schaue mir an, den Unterschied, nachdem es zurückkommt, Return. Das heißt, ich schaue mir an, die Größe U minus K minus ja. So. Ich schaue mir an, die Größe U minus minus KGU, und das ist dann gleich 1 plus KGU. Und das hier ist daher der Return Difference Operator Transfer Function Matrix, was immer Sie haben, also im speziellen Fall. Und hier natürlich ist es nur der stationäre Fall, daher ist es nur 1 plus AK. Aber das ist der Return Difference. Nur woher der Name kommt. Wir machen jetzt allgemein diese Betrachtung der Sensitivität, dieser Unempfindlichkeit gegenüber Störungen. Und wir betrachten jetzt den Fall, wir haben also jetzt schon die Störungen von außen betrachtet, jetzt betrachten wir auch den Fall der Änderung der Verstärkung, also ein spezielles Beispiel. Das heißt, wir ändern hier den Verstärkungsfaktor Übertragungsfunktion von A auf A plus DA. Und wir schauen uns an, wie die Steuerung beeinflusst wird und wie die Regelung beeinflusst wird durch diesen 1 A plus DA. Also bei der Steuerung jetzt relativ einfach abgeleitet. Ich habe also KA ist gleich T Open Loop, das heißt die Übertragungsfunktion wird genannt T hier, Open Loop, also ohne, also nicht Regelung, sondern Steuerung, das wäre Open Loop. Und dann hier betrachte ich, wie ändert sich diese Übertragungsfunktion T Open Loop oder der Verstärkung T Open Loop, wenn ich die Verstärkung des Motors nicht genau weiß, sondern wenn sich A auf A plus DA verändert. Also ich schaue mir diese Änderung an, A wird jetzt neu A plus DA. Und ich setze jetzt wiederum, wie ich es vorher schon gemacht habe, für das K 1 über A ein. Und dann hier mache ich da also das Ausmultiplizieren. Und dann hier definiere ich das hier T Open Loop, weil Sie erinnern sich, K über K A, K war 1 über A, das wäre also T Open Loop. Und diesen Term hier, diesen Term hier, das hier bezeichne ich als Delta T Open Loop.
Und wir schauen jetzt an einfach Delta T Open Loop, diese Größe hier, diese prozentuale Änderung. Das heißt, wir schauen uns, wie viel verändert sich die Übertragungsfunktion relativ, Delta T über T, relativ zur Änderung, oder wie groß ist diese Änderung, was ist die relative Änderung der Übertragungsfunktion? Von dem hier ausgerechnet Delta T über T Open Loop ist gleich Delta A über A. Also das ist die Definition hier. Ich schaue mir an die relative Änderung und hier von oben ausgerechnet ist es das Delta A über A. Und jetzt der Herr vom Bode-Diagramm hat jetzt bezeichnet das Verhältnis dieser zwei Größen, nämlich die relative Änderung der Übertragungsfunktion dividiert durch die relative Änderung des Verstärkungsfaktors Delta T über T über die rechte Seite hier Delta A über A als Sensitivität. Also wie viel ändert sich die Übertragungsfunktion von dem System, das Sie betrachten, wenn sich das System selbst, das Sie hier ohne Regler anschauen, wenn sich das verändert. Wenn sich das verändert, das ist das Delta A über A. Und wie viel ändert sich die Übertragungsfunktion, wenn sich das System, der Prozess ändert im Gesamtsystem. Und natürlich wollen Sie haben, dass das so klein wie möglich ist, weil Sie möchten haben, dass dieses System mit der Regelung oder Steuerung so unempfindlich wie möglich ist gegenüber Ungenauigkeiten. Und hier ist das jetzt approximiert dann durch diese Ableitung hier, also dt über dA ist gleich Delta T über Delta A. Also das ist endgültig die Definition von Bode, wäre dann das da hier. Sensitivität ist A über T mal dt über dA. Und wenn wir das jetzt hier einsetzen, da hier oben für die Steuerung, kriegen wir Sensitivität gleich 1. Das heißt, Sensitivität ist total, was immer die Änderung ist im Prozess, den ich steuere, ist die Änderung in der gesamten Übertragungsfunktion. Das heißt, das ist ungünstig. Und jetzt können wir das Gleiche, jetzt können wir das da hier anwenden, diese Definition, auf unsere Übertragungsfunktion hier. Wir können also jetzt ausrechnen, Sensitivität S ist gleich A über T mal dt nach dA okay, das hier ist jetzt mein T und ich kann mir jetzt anschauen, diese Sensitivität nach der Definition von Bode, das wäre jetzt der erste Faktor, dass da hier ist T, also das A über T hier, und dass da hier der Teil, wenn Sie die Ableitung machen, ist dt nach dA, die Ableitung von diesem T hier. Und dann kürzen Sie alles heraus und schließlich bekommen Sie dann als Ergebnis S ist gleich 1 über 1 plus AK. Das heißt, Sie bekommen wiederum 1 über diese Return Difference hier als Sensitivität, wie wir es vorher von anderen Überlegungen abgeleitet haben. Das heißt jetzt auch in dem Fall, also nicht nur gegenüber Störgrößen, die angreifen, sondern auch gegenüber Änderungen im Prozess selbst, die werden reduziert in der Gesamtübertragungsfunktion, um diesen Faktor 1 plus AK durch die Regelung. Das heißt, was wirklich die Regelung ausmacht, die Wirkung der Regelung ist alles ausgedrückt in diesem Return Difference Factor.
Und wir können eine ähnliche Ableitung machen, das mache ich jetzt nicht, wenn wir da eine Übertragungsfunktion haben und da also Funktion Laplace-Transformierte und wenn wir das im Frequenzbereich anschauen, können wir eine ähnliche Ableitung machen und wir bekommen wieder diesen Faktor 1 plus dg, also 1 plus kg, wiederum Sensitivität, nur ist jetzt Sensitivität natürlich eine Funktion der Frequenz, das heißt manchmal zu bestimmten Frequenzen ist die Sensitivität günstig, das heißt, dieser Faktor hier unten ist groß, in anderen Frequenzbereich kann der klein sein und es kann vielleicht der Regler sogar die Sensitivität erhöhen. Das ist auch möglich, wie wir dann sehen werden. Gut, damit machen wir jetzt Pause und als nächstes gehe ich dann aufs dynamische Verhalten, das war alles Steady State. Und schließlich diese Standardregler, wie ich sie schon erwähnt habe, insbesondere diese PED-Regler der Industriestandard, den wir dann am Ende der Vorlesung einführen werden. 10 Minuten. Okay, wir machen weiter. Ich möchte nur kurz eingehen auf die Frage oder vielleicht zusätzliche Erklärungen. Zu der Sensitivität. Sensitivität im Zusammenhang mit Steuerung, Regelung ist schlecht. Okay? Also ich möchte erreichen, dass, und Sensitivität können Sie auch sagen, Empfindlichkeit, ich möchte, dass die Empfindlichkeit so gering wie möglich ist. Empfindlichkeit auf Unwissen. Unwissen bezüglich Störungen, die das System beeinflussen können, oder Systemparameter oder Eigenschaften, die sich ändern. Wir haben am Anfang in der ersten Vorlesung betrachtet den Aufzug, Lift, Steuerung, Regelung. Und Sie können sich da vorstellen, empfindlicher, was sind Parameter, sagen wir jetzt der Einfachheit halber das Kabel vom Lift. Jetzt bei der Steuerung bin ich irgendwelchen Schwankungen, sagen wir in Kabellänge, weil sich das dehnt, total ausgesetzt. Das heißt, ich drehe oben am Motor so und so viele Umdrehungen. Wenn das Kabel jetzt sich gedehnt hat, dann kommt die Kabine nicht richtig zum Stand und das wirkt sich total aus. Die Sensitivität, die Empfindlichkeit auf Kabellängenänderung wirkt sich total aus im Resultat, nämlich der erreichten Höhe. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine Regelung habe, die Kabinenposition misst, dann kann ich dieses System fast beliebig unempfindlich machen gegenüber der Kabeldehnung. Und das will ich haben, das heißt, das Ziel bei der Regelung ist die Sensitivität so gering wie möglich. Wir werden dann später sehen, es ist nicht möglich, die Sensitivität immer für die meisten Systeme kleiner als 1 zu machen. Aber in einem gewissen Frequenzbereich können Sie es kleiner als 1 machen, in einem anderen Frequenzbereich wird es sogar größer als 1 sein, aber Sie hoffen, dass in dem Bereich, wo die Sensitivität durch die Regelung verstärkt wird, dass dort nicht viel Unsicherheit ist zum Verstärken und daher, dass es egal ist. Und dort, wo es wichtig ist, dass Sie Sensitivität reduzieren. Also Sensitivität ist Empfindlichkeit auf Unwissen. Und Unwissen heißt Störungen, Systemeigenschaften, Parameter. Und wir wollen Sensitivität klein haben. Und daher dieser Faktor 1 plus AK so groß wie möglich, der kommt in den Nenner. Und die Sensitivitätsfunktion normalerweise ist 1 über 1 plus AK. Wie ich es auch hier Ihnen gezeigt habe. 1 über 1 plus AK ist die Sensitivität. Gut, das nur als Abschluss jetzt. Dynamisches Verhalten. Im Grunde genommen, wir haben jetzt die gleiche
Übertragungsfunktion hier, die ich schon vorher aufgezeigt habe, und K ist dieser Regler, K, die Verstärkung im Feedback, wie ich es Ihnen gezeigt habe, das ist wiederum die Übertragungsfunktion schon vorher. Das Einzige, wir schauen jetzt an, dass nicht für S ist gleich 0, nur im Steady State, sondern wir schauen es uns an über den ganzen Frequenzbereich oder die dynamische Antwort. Wir können jetzt diese charakteristische Gleichung anschauen. Nenner ist gleich 0. Das charakteristische Polynom hier ist gleich 0, gibt uns die charakteristische Gleichung. Wir können daher ausrechnen die Wurzeln S1, S2. Das heißt, das ist das, was das Dynamische, wir haben ein System zweiter Ordnung hier, S1, S2, und wir bekommen diese Gleichung für die Wurzeln, und wir sehen, dass diese Wurzeln natürlich beeinflusst werden durch das K. Also ich habe da hier dieses AK beeinflusst die Wurzeln der charakteristischen Gleichung, aber in dem speziellen Fall sehe ich nicht ganz, ne? Nicht ganz im Sinne, dass ich habe ja diesen Realteil hier, da hier minus T1 plus T2, also wenn angenommen Diskriminante ist negativ, habe ich den Realteil hier und Tau1 und Tau2, das sind Frequenzen oder 1 über Frequenzen, die sind positiv, daher ist der Realteil hier für den gedämpften Fall ist der Realteil immer negativ. Das heißt, K wird die Sache beeinflussen, aber nicht zum Punkt, dass es unstabil macht, sondern nur der Imaginärteil wird sich ändern. Und hier eben zusammengefasst, wir kriegen eine andere Dynamik wegen des Ks, möglicherweise eine schnellere Dynamik, aber schlechter gedämpft, wie ich Ihnen gesagt habe, dieser Term hier, der Imaginärteil, wird größer, und wir haben von früher gesehen, dieser Imaginärteil ist Omega N, Omega D, das ist der gedämpfte Frequenz, wird größer. Sie haben daher so einen Trade-off mit einem großen K, kriegen wir wenig Sensitivität, aber möglicherweise schlechtes Verhalten von der Dynamik her. Und wir sehen das zusammengefasst sehr schön in diesem Diagramm, und dieses Diagramm nennt sich auch Wurzelortkurve oder WOK oder in Englisch Root Locus. Und das ist einfach zur Darstellung des Verhaltens der Wurzeln der charakteristischen Gleichung als Funktion, also Polverhalten oder Wurzelverhalten, als Funktion dieses einen Parameters. Und was sehen Sie jetzt hier? Zum Beispiel, Sie sehen also für den Fall K ist gleich 0, haben Sie hier die Wurzeln bei 1 minus 1 über Tau 1 minus 1 über Tau 2. Das ist das ungeregelte System mit K gleich 0 hat diese Wurzeln. Und jetzt schauen wir dann an, wie diese Wurzeln hier oben, dieses S1, 2, sich verändert, wenn sie K verändern. Und wenn sie K vergrößern, dann das Erste, was passiert, diese Wurzeln gehen in diese Richtung. Sie können das anschauen. Bis natürlich zu dem Punkt, und diesen Punkt, da werden sie gleich, und der Punkt tritt auf, wenn die Diskriminante gleich 0 ist. Diskriminante, also dieser Teil unter der Wurzel gleich 0 ist, und das gibt ihnen genau diese Bedingung für K. Für dieses K, also das da hier, das wäre ist gleich 0, gibt ihnen diese Bedingung. Für dieses K haben wir jetzt nicht mehr zwei reale Wurzeln, sondern eine doppelte reale Wurzel. Und wenn Sie jetzt K weiter vergrößern, wird die Diskriminante von positiv auf 0 negativ, und dann gehen diese Wurzeln in die Richtung. Wenn Sie K weiter vergrößern, parallel zur Imaginärachse. Und Sie erinnern sich jetzt, ich werde das nur jetzt hier einzeichnen, wir haben das am Anfang der Vorlesung, habe ich gesagt, dass da hier diese Länge ist Omega N, dieses Abstand hier ist Sigma, und diese Länge hier war Omega D. Okay? Das Omega D war also die
die Frequenz des gedämpften Systems, Omega 1, natürliche Frequenz, und Sigma, der Realteil, der das Abschwingen. Und ich habe letztes Mal auch gesagt, es ist je schlechter, desto näher, die Dämpfung ist je schlechter, desto näher, also von diesem Alpha her, von diesem Winkel her, dieser Winkel war direkt in Beziehung zu der Dämpfung. Das heißt, wir kriegen ein schlechter und schlechter gedämpftes Verhalten, wenn wir das K vergrößern. Wir sehen also, zuerst ist das K vergrößert positiv, das heißt, die Wurzeln, es wird eigentlich schneller da hier, diese langsame Wurzel hier, diese Wurzel hier geht in die linke Halbebene, das System wird schneller bis zu einem Punkt, nämlich bis zu dem Punkt hier, und dann ändert sich der Realteil nicht mehr, aber der Imaginärteil nimmt zu, und das heißt, allgemein sind nicht schneller, aber mehr Schwingungen, mehr Überschwingung. Und das heißt, zuerst, wenn wir K bis zu einem gewissen Punkt machen, verbessert sich das System, und nach einem gewissen Punkt wird eigentlich das Verhalten schlechter. Da hier ist ein Beispiel, nichts anderes als Parameter eingesetzt und Simulation. Und Sie haben also, das sind die ursprünglichen Parameter, Tau 1, Tau 2, A, B, diese Konstanten, und dann die Störung, es gibt da hier eine kleine Störung, und dann K, eine kleine Verstärkung. Also was wir uns jetzt anschauen, ist diesen Term hier, K ist gleich 0,1. Im nächsten Folie wird das K größer sein. Und Sie sehen also hier, die Wurzeln ergeben sich mit diesen Werten, und Sie sehen hier die Antwort des Systems auf, in dem Fall, auf eine Störung. Was natürlich signifikant ist, die Störung ist hier minus 5. Ne? Das heißt, Sie haben eine die Störung hat einen großen Einfluss auf die Drehzahl, dieses Störmoment auf 0,1, hat einen großen Einfluss auf die Drehzahl. Und jetzt vergrößern wir K und wir schauen uns das nächste Diagramm an. Jetzt haben wir ein K von 10, also ein Faktor 100 größer. Und wir sehen jetzt einige Sachen, also wenn wir das vergleichen mit vorher, also hier sehen Sie eine Antwortzeit auf ungefähr 0,1 Sekunden. Wenn Sie das K jetzt größer gemacht haben, sehen Sie eine Antwortzeit, wenn man es hier anschaut, das gleiche wie im letzten Mal, sehen Sie hier vielleicht von 0,02 Sekunden. Das heißt, es ist viel schneller geworden durch die Verstärkung, Vergrößerung. Es oszilliert mehr. Und auch sehr wichtig, jetzt dieser stationäre Wert hier, der vorher bei minus 5 war, ist jetzt 0,05, das heißt um einen Faktor 100 geringer. Das heißt, der Fehler ist geringer, der stationäre Fehler durch diese Regelung. Also Sie bekommen schneller, Sie bekommen weniger stationären Fehler mit dieser höheren Verstärkung, aber höhere Schwingungen. Also Schwingungen, im anderen Fall haben Sie keine Schwingungen. Und hier ist die andere Antwort, also die Antwort auf eine Sollwertänderung, die wir im letzten nicht gezeigt haben, ist ähnlich. Wiederum, Sie sehen eine schnellere Antwort, Schwingen hier, eigentlich Schwingen wahrscheinlich, das zu hoch ist, normalerweise in der Praxis. Also das wäre mit 60% Überschwingen wäre normalerweise unerwünscht. Ne? Also wenn Sie sich vorstellen können, dass es dieser Motor, also das, wenn das nicht Geschwindigkeit wäre, sondern Position, und Sie so einen Roboterarm bewegen, dann wäre es sicher nicht günstig, wenn das um 60% die überschwingt und dann wieder langsam einschwenkt. Also je nach der Anwendung kann das vollkommen unbrauchbar sein, so eine Antwort hier. Und auf alle Fälle mit so einem einfachen Regler können Sie nicht viel mehr machen, als was hier gezeigt ist. Daher suchen wir jetzt kompliziertere Regler, aufbauend von diesem P-Regler, andere dynamische Elemente, die wir einführen, und dadurch gibt es uns mehr Freiheiten, die Antwort des Systems, die dynamische Antwort des Systems zu beeinflussen.
Und jetzt als erstes ist nichts anderes als das wiederholt von vorher. Also jetzt habe ich dieses KE. Das heißt, was ich da als eingesetzt habe, als Standard mit diesem K, nennt sich Proportionalregler oder P-Regler. Also allgemein, was ich mir jetzt anschauen werde, ist, wenn ich so das Blockdiagramm habe, ich habe hier D von S, dann habe ich hier G von S, das System, dann habe ich diese Regelung hier mit einem Minus. Ich schaue mir jetzt also verschiedene Wahl, die ich machen kann für diesen Kompensator und D, dynamischen Kompensator D. Im ersten Fall ist dieser dynamische Kompensator D einfach K eine Konstante. Das, was ich gerade, das System, was ich gerade untersucht habe mit P-Regler, K ist gleich konstant. Also das wäre der einfachste Regler. Und jetzt ist das nur wiederholt, das Diagramm, das ich Ihnen schon vorher gezeigt habe, genau wie sich also diese Wurzeln verändert mit einer Veränderung des K. Und wir haben also in diesem Bereich, bis sich die treffen, das System wird schneller. Ne, diese Wurzel geht da hier nach links, geht weiter in die linke Halbebene, schnellere Antwort. Und für K noch größer wird die Anstiegszeit kleiner. Jetzt die Anstiegszeit ist direkt im Verhältnis mit diesem Imaginärteil Omega n. Sie können schauen zu den Definitionen, die ich Ihnen am Anfang letzter Stunde gezeigt habe. Und für K noch größer wird die Anstiegszeit immer kleiner, die Dämpfung aber schlechter. Dämpfung, wie ich gesagt habe, ist der Winkel. Sinus Alpha ist gleich die Dämpfung und wird schlechter. Also dieser kleine stationäre Fehler geht auf Kosten schlechteren Transientenverhaltens. Das ist also wiederholt, was ich gerade gesagt habe. Jetzt verallgemeinert das in diesem P-Regler und wir können weitergehen. Die erste Erweiterung hier wäre der PI-Regler. Und was ist jetzt die große Änderung hier? Was macht jetzt hier, wir sind noch nicht beim PI-Regler, wir sind jetzt beim I-Regler zuerst, der I-Regler. Was macht der I-Regler? Was ist die Funktion des I-Reglers? Warum haben wir das? I-Regler hat diesen Ausdruck hier, diese Form. Wir haben also hier jetzt einen Parameter, den ich hier das K von vorher übernommen habe, dividiert durch TI, das muss man nicht so machen, Sie können einfach jetzt eine Konstante vorher, es ist üblich, dass es so geschrieben wird, aber Sie können einfach annehmen, hier habe ich eine Konstante und dann dieses U, diese Stellgröße neu, ist jetzt eine Funktion, nicht wie vorher, vorher hatte ich das U ist gleich KE, ne? Das war der Proportionalregler, das war P-Regler, U ist gleich KE. Im vorherigen Fall war die Stellgröße einfach proportional zum Fehler. Jetzt ist die Stellgröße proportional zum Integral des Fehlers. Jetzt, was ist die Konsequenz? Die Konsequenz sehen Sie sehr einfach. Wann hört die Stellgröße auf, sich zu ändern. Sie ändert sich, solange E ungleich 0 ist, läuft der Integrator und wächst. Der Integrator hört nur auf, zuzunehmen, wenn E 0 ist. Okay. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Kurve zeichne, ich könnte mir jetzt nehme jetzt hier zwei Diagramme. Das erste Diagramm, das ich zeichne, wäre für E. Nehmen wir an, ein bestimmtes Verhalten von E. Nehmen wir an, dass E ist natürlich das Resultat, das ich sehe,
von dieser Regelung, aber nehmen wir an, dass das E geht zuerst so hinauf und dann geht es runter und dann wird es hier 0. Und schauen wir uns an, was jetzt ungefähr, wie jetzt U ausschauen würde als Funktion dieses E. Das E wäre hier zuerst negativ, das heißt, das U ist das Integral von dem, das heißt, ich addiere negative Werte, das heißt, das U würde heruntergehen. Und es würde heruntergehen bis zu dem Punkt hier. Und dann an dem Punkt ist der Fehler, wird der Fehler positiv. Das heißt, ich addiere zu dem Integral, daher würde das hinaufgehen. U würde zunehmen. Weiter zunehmen hier bis zu dem Punkt hier. Und an dem Punkt hier ist der Fehler 0, das heißt U wäre konstant. Und alles, was ich mit der Zeichnung versuche Ihnen zu zeigen, diese Kurve stimmt nicht genau, ist nicht nur angedeutet, aber die Richtung stimmt. Ne? Das U nimmt zu und U nimmt ab und U ist konstant. Was ich damit zeigen will, dass diese Stellgröße sich verändern wird, so lange, das U wird so lange sich verändern, bis E gleich 0 ist. Das heißt, dieser Regler hat die Funktion, dass er das E 0 machen wird. Das heißt, dieser Regler entfernt jede bleibende Regelabweichung. Die bleibende Regelabweichung ist 0. Für einen Regler mit I-Anteil ist die bleibende Regelabweichung 0. Natürlich, das ist die lineare, ideale Theorie. Was natürlich sein kann, ist, dass U ist die Stellgröße, das wäre Ihre angelegte Spannung. Was kann sein? Es kann natürlich sein, dass Ihre angelegte Spannung Maximalwert hier liegt. Ne? Wenn der Maximalwert hier liegt, dann wird das E nie 0 werden, dann wird die Spannung zum Maximalwert gehen und der Fehler wird noch da sein. Aber innerhalb der linearen Regelungstheorie, wo wir keine Beschränkungen haben, wird der Integralregler die bleibende Regelabweichung entfernen. Wenn das natürlich von der Physik her, von der Mechanik her und so weiter möglich ist. Es kann natürlich sein, dass U so groß sein muss, dass wir es nicht implementieren oder realisieren können. Aber wenn wir es realisieren können, wird der Integralteil die bleibende Regelabweichung eliminieren. Das Weitere, was sein kann, die Dynamik kann schlecht sein. Das heißt, es könnte das System instabil werden mit diesem Integralregler. Dann kriegen wir natürlich auch, dann können wir auch nicht diese stationäre Betrachtung anwenden, wie ich sie hier gezeigt habe. Aber innerhalb des linearen Bereichs, Stabilität, nehmen wir an, wir erreichen einen stationären Wert, dann entfernen wir diesen bleibenden Regelfehler. Und dann gibt es diese Definitionen, also dieses ist die Nachstellzeit, wird Nachstellzeit genannt, 1 über TI, die Reset Rate, Reset Time, Reset Rate. Okay, jetzt, wenn wir wiederum die charakteristische Gleichung ableiten mit diesem I-Regler, werde ich es nicht einsetzen, aber Sie haben K über TI mal Integral, also da hier, das ist die Übertragungsfunktion hier, k über ti über 1 über s. Wir setzen das ein in, was ich vorher hatte, kg über 1 plus kg. Wir setzen das ein in dg über 1 plus dg. Und wir haben von hier die charakteristische Gleichung. Und die charakteristische Gleichung ist dann gezeigt hier. Ich habe jetzt natürlich mit dem S im Integrator, kriege ich ein System höherer Ordnung. Ich hatte ein System zweiter Ordnung, jetzt habe ich ein dynamisches Element, ein S drinnen, daher wird es ein System dritter Ordnung. Daher kriege ich hier dritter Ordnung. Und
Ich kann jetzt wiederum für diese charakteristische Gleichung dritter Ordnung, kann ich die Wurzelortkurve zeichnen, kann ich zeichnen, wie sich die Wurzeln der charakteristischen Gleichung ändern als Funktion des Wahl dieses Parameters k. Und wir sehen also, wir fangen hier bei k an, wir sehen also, der eine Wurzel bewegt sich nach links, die andere Wurzel mit zunehmendem k, mit drei Wurzeln, eine bewegt sich in diese Richtung, die andere bewegt sich in diese Richtung und dann treffen sich hier, da werden zwei gleich und dann in diese Richtung. Und insbesondere, was Sie sehen, also das geht so hier weiter, das heißt, wenn ich das k groß genug mache, wird es unstabil. Dann gehen diese Wurzeln in die rechte halbe Ebene. Also hier Komplexität, ich habe jetzt einen komplexeren Regler, ich habe diesen I-Anteil, ich habe höher dynamisches System, höhere Ordnung, ich habe keine bleibende Regelabweichung, aber ich muss aufpassen mit der Wahl des Ks. Wenn K zu groß ist, hier an diesem Punkt, wird das System instabil. Sie könnten das sehr leicht schauen, also einfach, wie groß kann ich dieses K hier machen, bevor zwei Wurzeln rein imaginär werden. Das ist dieser Punkt hier und dann bei größerem k werden sie dann kriegen sie einen Realteil in der rechten Halbebene. Realteil positiv, Wurzel in der rechten Halbebene. Okay. Normalerweise verwenden wir nicht nur den I-Anteil, das ist sehr selten, wenn nicht kaum jemals. Und das heißt, wir benutzen also einen PI-Regler, proportional integral, das heißt, wir haben einen P-Anteil hier, P, und dann einen I-Anteil hier. Übernommen von vorher. Wiederum, warum schreibe ich das K so und das 1, aber das ist wahrscheinlich das am meisten übliche zu schreiben, aber je nach der Implementierung, je nach der Software, haben Sie die Parameter nicht immer so definiert, wie ich sie dann hier definiert habe. Das ist ja nicht allgemein akzeptiert, aber das ist sehr häufig so geschrieben. Dann hier ist einfach die Übertragungsfunktion dann. Von der Maher, also mit dem Laplace-Transformierten. Und die charakteristische Gleichung jetzt noch einmal mit dem PI-Regler. Natürlich, die Ordnung ändert sich nicht, weil Sie haben immer nur noch diesen I-Anteil-Dynamik dazu. Das Einzige, was sich jetzt ändert, jetzt zu vorher, Sie haben jetzt zwei Koeffizienten in dieser charakteristischen Gleichung. Zwei Koeffizienten, die Sie beeinflussen können, hier durch die Wahl von k und t. Vorher hatten wir einen Koeffizienten, jetzt haben wir zwei Koeffizienten, die wir durch die Wahl von k und t beeinflussen können. Das heißt, Sie haben etwas mehr Freiheitsgrade. Okay, irgendwelche Fragen noch zum PI-Regler? Das ist wahrscheinlich fast der wichtigste. Okay, wenn nicht, dann können wir zum D-Regler gehen. Normalerweise, wie hier gesagt, normalerweise zusammen mit einem P-Regler, aber strikt gesprochen, ja bitte. Ja, also ein P-Regler ist diese Wurzelortskurve sicher keine Ortskurve mehr, sondern so eine Art Fläche, weil wir zwei Parameter haben. Ist es dann normal, dass man da doch nicht auf die ganze komplexe, zum Beispiel linke Halbebene vorbeikommt, sondern ist die Fläche dann irgendwo einen Rand dazu? Absolut ist das möglich und Sie sprechen schon an, warum diese Regler schwer einzustellen sind. Weil es ist nicht nur ein Parameter, mit dem sich das einfach verändert, sondern es ist noch ein anderer Parameter, in dem Fall zwei, und im PID-Regler werden wir sehen drei Parameter. Und die Abhängigkeit des Verhaltens von jedem einzelnen Parameter ist allgemein überhaupt nicht vorauszusagen. Das heißt, Sie setzen zwei Parameter, aber was dann der dritte Parameter macht, mit diesen zwei Parametern gibt es keine allgemeinen Aussagen.
Und das ist auch der Grund, warum sich viele Leute beschäftigt haben, und wir werden auf das auch später eingehen, wie man diese drei Parameter wählen soll, weil es ist nicht einfach, die drei zu wählen, damit man ein gewünschtes Verhalten erreicht. Wie Sie richtig sagen, in dem Fall müsste man eigentlich zwei Parameter zeichnen. In dem Fall würde es noch gut gehen. Ne? Sie können sich da hier jetzt vorstellen, zumindest von der Stabilität her, können wir uns vorstellen, wir haben jetzt so wie Sie es erwähnt haben indirekt, wir haben jetzt Parameter K und dann hätten wir hier TI. Ne? Und wir können also über den ganzen Bereich unsere Parameter variieren und sie würden dann, je nach dem Beispiel, würden sie dann vielleicht finden, ich kann das jetzt sagen, wie das hier ausschauen wird, aber sie würden dann irgendeinen Bereich finden, wo es stabil ist und einen Bereich, wo es unstabil ist. Und genau wie diese Kurven oder Geraden, das ist alles sehr komplex. Und daher, es ist praktisch nichts, keine Regeln, wie man das machen kann. Daher werden wir am Ende der Vorlesung zum Verfahren übergehen, die diese Parameter jetzt, dass nicht Sie diese Parameter wählen müssen, sondern dass wir diese Parameter durch eine Optimierung des Verhaltens automatisch bestimmen. Weil diese Wahl, dieses Probieren für ein einfaches System ist es in Ordnung, aber wenn Sie wirklich mit mehr Parameter, komplizierteres System, ist das sehr schwierig zu machen und deswegen ein automatisiertes Verfahren, um diese Parameter zu bestimmen. Noch Fragen? Gut. Dann jetzt also den D-Regler wie den I-Regler. Der D-Regler ist proportional zur Ableitung des Fehlers. Und Sie können sich vorstellen, jetzt was würde das heißen, Ableitung des Fehlers? Der D-Regler ist so gewissermaßen prädiktiv. Sie sehen zum Beispiel, dass der Fehler ansteigt. Dann sofort springt der D-Regler ein, wenn er sieht den Trend des Anstiegs. Und wenn es schnell ansteigt, gibt es eine stärkere Aktion vom D-Regler. Und Sie sehen das zum Beispiel hier verglichen in diesem Diagramm hier unten. Sie sehen zum Beispiel, wenn Sie jetzt der Unterschied zwischen dem Proportional und dem PD-Regler, Sie hätten hier einen rampenförmigen Anstieg des Fehlers. Der Proportionalregler gibt Ihnen das in diesen rampenförmigen Anstieg und der D-Anteil gibt Ihnen dann sofort, er merkt, dass da hier der Anstieg ist, einen Sprung und der Sprung muss natürlich die Höhe haben, dieser Sprung hier muss die Höhe haben KTDE-Punkt. Ne, das ist die Höhe des Sprungs. Und das da hier, dieser Teil hier, das ist K mal E. Also wir nehmen hier an, das E ist dann irgendwas anderes, das E ist irgendwie so, ne? Das E als Funktion der Zeit. Mit einem anderen Steigung und dann das ist KE und das dann da hier wäre der mit dem D-Anteil. Das heißt gewissermaßen prädiktiv, da hier Sie sehen dieser Sprung hier und das heißt der Sprung, Sie bekommen sofort einen Stoß in der Stellgröße, weil er sieht, dass der Fehler ansteigt. Das ist die Funktion des D-Regels. Und dann haben wir nochmal das PD, wie ich Ihnen gesagt habe, hier P und D. Also da hier P-Anteil und D-Anteil. Hier ist noch ein Detail zur Implementierung. Jetzt so einen Stoß hier, ne?
Das ist nicht unbedingt ideal. Hier mit einer Rampe ist das gut. Wenn Sie jetzt annehmen, Sie hätten einen Sprung, dann wäre natürlich der Stoß von dem PD-Regler unendlich. Ne? Dann die Ableitung vom Sprung wäre unendlich. Das heißt, er würde sich, und besonders mit dem Sollwert, kann es ohne weiteres sein, dass Sie den Sollwert sprunghaft verändern. Das wäre also nicht ein sehr gutes Verhalten. Und daher der D-Regler wird normalerweise nicht so implementiert, weil hier geht diese Sollwertänderungen in den D-Anteil, sondern auf diese Weise, und auf diese Weise hier wird nur die Rückführung differenziert, aber nicht der Sollwert. Aber die charakteristische Gleichung, wenn Sie sich anschauen, ist gleich, weil die charakteristische Gleichung berücksichtigt nur diesen Loop. Und es ist egal, wo jetzt der 1 über KTDS-Term ist, oben oder im Feedback-Teil. Also das hier ist nur eine, ändert nicht das dynamische Verhalten, aber es ändert, also ändert nicht die charakteristische Gleichung, aber es ändert die Antwort auf eine Sollwertänderung, weil der Sollwert im Fall B differenziert wird, im Fall A nicht differenziert wird, und daher, das ist günstiger, wenn er nicht differenziert wird, besonders wenn Sie einen Sprung drinnen haben. Okay, und dann haben wir jetzt die Kombination PID-Regler, PID-Regler. Industriestandard, und natürlich je nachdem, wenn man einen Parameter oder den anderen Null setzt, dann geht das zurück auf den PI-Regler oder den PD-Regler oder den P-Regler. Und das sind diese drei Parameter, K, T, I, T, D, die man wählen muss. Und da man drei Parameter hat, wenn man jetzt eine zweite Ordnung hat, kann man alle Pole unabhängig mit diesen drei Parametern wählen und beeinflussen. Aber wie ich Ihnen schon gesagt habe, Pollage ist nicht gleich Antwort, und diese Wahl der Parameter ist nicht selbstverständlich. Es gibt unzählige Regeln, wie man das machen kann, aber das für irgendein komplizierteres System, das meist verbreitete jetzt moderne Verfahren ist, dass diese Optimierungsmethoden anwenden, die wir Ende der Vorlesung dieses Semester behandeln werden. Hier wird jetzt gezeigt, Beispiele der Antwort für diese Regler. Beispiele der Antwort für bestimmte Parameter für den PI-Regler, wo wir zwei Sachen haben, einerseits Disturbance und andererseits Reference Input. Und wenn Sie die Antworten anschauen, dann müssen Sie, sollten Sie sofort erkennen können, ohne die Symbole anzuschauen, welcher Regler für den einzelnen Antworten zugrunde liegt. Warum? Zuerst einmal, grundsätzlicher Unterschied, den Sie hier sehen, ist hier im stationären Wert. Im ersten Fall haben wir stationäre Wert, geht, das ist eine Störantwort, geht nicht zurück auf 0, wir wollen den stationären Wert 0, es kommt eine Störung herein, wir wollen wieder zurück nach 0. Das heißt, dieser Regler kann keinen Integralanteil besitzen, also ich schreibe da hier einfach der Einfachheit halber, Integralanteil ist gleich 0. Wenn es einen Integralanteil besitzt, wird die stationäre Regelabweichung also entfernt. Und hier unten sehen Sie dann sehen Sie die Unterschiede. Sie sehen im einen Fall so ein Überschwingen und im anderen Fall, im ausgezogenen Fall, eine sicher bessere Antwort. Also Sie sehen hier Schwingungen und Sie sehen hier ein Überschwingen im Vergleich zum schwarzen durchgezogenen Fall. Und natürlich, was der Unterschied zwischen den zwei Reglern, diese zwei unten haben PI und PID. Das heißt, der PI-Regler ist praktisch ein spezieller Fall, wo Sie das D abgeschaltet haben.
Und wenn Sie jetzt das D einschalten, dann sollten Sie so einschalten, dass es verbessert gegenüber dem PI-Regler. Und daher, wenn Sie nicht ganz was Unsinniges gemacht haben, ist der PID-Regler der mit der durchgezogenen Kurve, weil er verbessert gegenüber dem PI-Regler, wie hier gezeigt. Also das ist nicht unbedingt klar von dem, aber sicher der Unterschied, wo der Integralteil 0 ist und wo der Integralteil nicht 0 ist, das sieht man sofort. Und das Verhalten ist ähnlich dann hier mit dem Sollwertänderung. Wiederum, Sie sehen hier, der P-Regler hat eine bleibende Regelabweichung mit dem Integralanteil nicht. Und dann sehen Sie ein höheres Überschwingen mit dem PI-Regler und kein Über- oder weniger Überschwingen mit dem D-Regler. Das heißt, Sie nützen den D-Anteil aus, um die Antwort zu verbessern. Fragen dazu? Ja, bitte. Und so haben Sie gerade gesagt, dass man bei beiden Parametern eine Null wählen kann und dadurch die anderen Regler machen kann? Ja, es ist nicht der Parameter Null in dem Fall. In dem Parameter, das TI würde in dem Fall unendlich sein. Ja. Ne? Also 1 über TI ist Null. Und macht es eigentlich Sinn, dass man einen ID-Regler macht? Oder was macht denn? Habe ich nicht überlegt, auch nicht gesehen. Also ich glaube, es macht keinen Sinn. Aber es ist immer gut, diese Überlegungen anzustellen. Aber es ist nicht evident, dass es einen Sinn macht. Ja. Ich glaube, es macht die Sache schlechter. Andere Fragen dazu? Gut. Jetzt die letzten paar Slides werde ich nicht behandeln. Ich werde nur sagen, warum ich die, das ist so mehr oder weniger historisch. Wenn Sie das Interessante an dieser Regelungstechnik, wenn ich es Ihnen so zeige, wenn ich es Ihnen so ableite, dann sagen wir, ja, das geht Laplace-Bereich und wir schauen uns die Pole an und deswegen beeinflussen wir die Pole und dann wählen wir den I-Anteil, den D-Anteil. So ist es nicht entstanden. Wissen Sie? Es war kein PID-Regler da, es waren keine Parameter, sondern es war irgendeine Hardware. Und die Leute haben gesagt, um jetzt den I-Anteil zu, also komplizierte Anordnungen von die ersten Regler, also zumindest mit I-Anteil, waren pneumatische Regler, das heißt, da wurde, das hier war so praktisch ein Blasbalg sozusagen, der sich ausgedehnt und zusammengezogen hat, je nach dem Luftdruck. Und dadurch hat man mechanisch die Funktion PID nachgebildet. Aber nicht nachgebildet, man hat das überlegt mechanisch, was man braucht als Antwort für den Integralanteil. Zum Beispiel, wenn man jetzt konstante Luft hat und keinen Ausgang, dann nimmt der Teil zu. Das heißt, der Druck baut sich aus. Das heißt, es verstellt sich hier in diese Richtung und so weiter. Ich habe mir das jetzt nicht neu durchüberlegt. Also da hier ist eh angezeigt, zum Beispiel der I-Anteil hier, der D-Anteil hier, der K-Anteil ist normalerweise einfach der Proportionalfaktor an diesen Hebel, wie man den Hebel verschoben hat. Aber das war mechanisch erfunden und dann nachher modelliert und dann nachher diese Parameter skaliert, diese Skala eingeführt mit dem K und dem TI und dem TD. Weil was war ursprünglich das Problem? Irgendwer hat das gebaut, dieses Instrument, dieses mechanische Instrument, und das ist auch hier so gezeigt, mit diesen Luftzufuhr hier und ausgedehnt und so weiter. Und jedes mechanische Instrument hier war natürlich etwas anders. Und das heißt, man musste diese Knöpfe, also nicht nur, dass man die Qual der Wahl hatte mit K, T, I, T, D, man hat einfach an diesen drei Knöpfen gedreht, bis es sich halbwegs vernünftig verhalten hat, das System. Und das war natürlich extrem schwierig, weil es war überhaupt keine Skala an diesen Knöpfen. Man hat einfach da gedreht. Und dann das erste Fortschritt war, man hat dann die
normiert und Skalen eingeführt, nämlich in dem Sinn dem K, T, T, I, T, D, und da hat man dann diese Knöpfe anschreiben können. Und das Zweite war dann natürlich diese Parameter durch irgendwelche Regeln zu bestimmen, und das Dritte dann diese automatisch durch Optimierungsverfahren zu bestimmen. Also das können Sie anschauen oder nicht anschauen, wie es Ihnen gefällt, aber das nur als historische Bemerkung zu diesen Regeln. Guten Appetit.